Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ich komme gerade aus einem 9 Stunden geisteskranken Stream. Wir haben über 200, 300 Glurak Raids oder so gemacht. Ich habe über 1000 Erfahrungsbonbons verkauft. Über 1000 Terrakristalle Drache verkauft. Habe neue Erkenntnisse über den Glurak Raid. Glurak wird ja diesen Samstag, diesen Sonntag und auch nächstes Wochenende nochmal erscheinen. Deswegen ist es, glaube ich, für euch nochmal ganz wichtig, jetzt auch nach den Raids zu erfahren, wie ihr die Raids 100% schaffen könnt. Denn es hat sich ein Pokémon ganz klar in den Vordergrund gespielt. Und das ist schon, wie ich erwartet hatte, Flutterhaar. Flutterhaar ist, wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, ein absolut brokenes Pokémon und für Glurak Raids ein No-Brainer. Wirklich ein No-Brainer. Ich zeige euch das einmal. Wir gehen einmal zusammen ein Glurak Raid durch. Von Anfang bis Ende. Und danach zeige ich euch noch die Stats von Flutterhaar und wo ihr Flutterhaar bekommt. Und alles Wichtige. Bis gleich. Angekommen. So, Glurak alleine gestartet. Das ist mal der erste Tipp. Hört auf, überhaupt zu versuchen, den mit Randoms zu spielen. Gefühlt unmöglich, wenn ihr nicht übel lucky seid und gute Leute dabei habt. Deswegen nehmt euch Flutterhaar, geht solo in Glurak rein und ich zeige euch jetzt ganz genau, was ihr machen müsst. Die erste Runde macht ihr Gedankengut. Damit erhöht ihr eure Spezialverteidigung. Das ist sehr gut, weil der Glurak-Raid hier greift nur Spezial an und ihr erhöht euren Spezialangriff. Das ist sehr, sehr gut. Am Anfang haut Glurak immer einen Hitzekoller raus an einen random Teammitglied. Selbst wenn ihr getroffen werdet, macht das nichts. Das könnt ihr easy tanken und danach ein Gedankengut raushauen. Also selbst wenn ihr getroffen werdet von Hitzekoller, ist vollkommen egal. Also hauen wir jetzt hier ein Gedankengut raus. Und ihr werdet gleich sehen, es ist wirklich ein No-Brainer. Es ist wirklich so dumm einfach gegen Glurak mit Flutterhaar, weil ihr im Prinzip gleich nur noch einen einzigen Knopf spammt und nicht mal irgendwie nachdenken müsst. Mondgewalt und jetzt heißt es einfach die ganze Zeit den A-Knopf wie ein Wilder drücken. Und dann habt ihr im Prinzip den Raid schon gewonnen. Bei Orkan gibt es eine Kleinigkeit, wenn ihr verwirrt werdet, würde ich raten, einmal auf Heilung zu drücken. Weil es kann schon nerven, verwirrt zu sein und dann sich selber anzugreifen. Deswegen würde ich bei einer Verwirrung immer einmal kurz Heilung drücken. Vielleicht passiert das hier gleich auch noch. Verwirrt? Volltreffer ist klar. Nicht verwirrt, okay. Das ist das Einzige. Auch wenn ihr sterben solltet, weil euch ein random Crit trifft, macht euch nichts draus. Ein-, zweimal sterben ist gar kein Problem, wenn ihr alleine spielt. Vielleicht sehen wir das hier auch noch. Ich hoffe es fast, dass er mich einmal killt, damit ihr seht, dass da nicht die Welt untergeht. Das macht gar nichts. Seht ihr, Orkan macht gar keinen Schaden, wirklich. Es ist auch bodenlos, dass er immer trifft. Schrecklich, er trifft einfach immer, obwohl er so eine 70er Prezi hat oder so. So, jetzt ist wichtig Terra. Sobald ihr Terra habt, ist durch. Sobald ihr Terra-Kristallisierung habt, auf Fee, auf Flutterhaar, ist durch. Weil ihr dann so viel Schaden reinhaut und mit Muschelglocke, das Item komme ich gleich auch noch zu sprechen, mit Muschelglocke haltet ihr euch so viel immer hoch, ihr seid die ganze Zeit full life und das Einzige, was euch später noch killen kann, ist, wenn Solarkraft kommt, also er Sonntag einsetzt und dann ein Crit reinhaut. Das ist das Einzige, wie ihr dann noch sterben könnt. Sonst gar nicht mehr. Feuersturm. Er ist gerade ein bisschen bitter, dass er jede Attacke trifft. Er dürfte auch gerne mal eine Attacke nicht treffen. Damit wir uns einmal ein bisschen hochhalten können. Er ist sogar paralysiert. Er könnte ja auch mal paralysiert sein. Also mal wieder sehr unlucky bei mir. Aber sieht, selbst wenn es unlucky ist, ist egal. Feuersturm trifft wieder, ist kein Problem. Tank ich weg, als wäre es nix. Das macht mir gar nichts. Terra-Ausbruch macht auch nichts. Mondgewalt wieder reinhauen. Und ihr seht, ne, die Lebensanzeige von ihm schmilzt. Spezialangriff runter von Glurak. Das ist auch sehr gut bei Mondgewalt.
glaube, eine 10% Chance, dass dein Spezialangriff runtergeht. Und das guckt bei den Schaden. Das ist nix. 30, 40 Schaden, das ist ein 7-Stern-Glurak. Mega, mega nice. Und Mondgewalt drauf, perfekt. Und immer schön hochheilen, ne? Mit Muschelglocke. Wie gesagt, das Einzige, was noch gefährlich werden kann, ist, wenn er gleich einen Crit raushaut. Mit Solarkraft. Das Geile aber an Sonntag, ihr habt Paleosynthese. Und damit wird euer Angriff auch erhöht. Das heißt, ihr macht auch mehr Schaden. Er macht zwar auch ein bisschen mehr Schaden, aber Flatterhaar macht auch mehr Schaden. Mehr Schaden heißt mehr Heilung. Mega nice. Mondgewalt, zack. Und ihr seht, der Balken von ihm, sein Schild ist schon fast weg. 190 Leben. Er hat bisher jede Attacke getroffen, ne? Das ist übel unlucky. Normalerweise hat er immer einen Miss. Mindestens einen Miss. Es ist übel unlucky. Aber es ist einfach egal. Zack. Es ist einfach egal. Flatterhaar ist broken. Es ist einfach egal. Und ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht nochmal sterbe mit einem Crit oder so, damit ihr seht, dass das auch nichts macht. Es ist absolut nicht schlimm. Paralysiert, okay, mal ein bisschen Luck wenigstens. Manchmal haut er dann noch eine Attacke. Das ist dumm. Er ist paralysiert und haut dann trotzdem nochmal die Attacke raus. Naja, egal. Mondgewalt drauf. Und dann ist er schon so gut wie tot. Zack. Es ist ein No-Brainer, Leute. Ich hatte übelstes Pech. Er hat jede Attacke getroffen. Und er ist trotzdem down. Wirklich. Und selbst wenn er es beim ersten Mal nicht schafft, Leute. Beim zweiten Mal schafft er ihn safe mit Flatterhaar. Flatterhaar ist so ein brokenes Pokémon im Glurak Raid. Und jetzt zeige ich euch noch, was ganz wichtig ist bei Flatterhaar. Und zwar die Werte. Flatterhaar müsst ihr auf mäßig spielen. Das heißt, Spezialangriff hoch und Angriff runter. Dann müsst ihr eure EVs so verteilen, dass Spezialangriff hoch ist und Spezialverteidigung. Das ist ganz wichtig, weil ihr habt gerade gesehen, Glurak macht nur Orkan und Feuersturm. Und das sind Spezialangriffsattacken. Und mit 366 Spezialverteidigung könnt ihr da sehr, sehr, sehr viel aufhalten. Und dann gibt es nur zwei Attacken, die wichtig sind. Gedankengut habt ihr gesehen. Erste Runde bei mir habe ich Gedankengut gemacht. Und danach habe ich nur Mondgewalt gemacht. Nur Mondgewalt. Das sind die einzigen beiden Attacken, die ihr braucht. Dann ganz wichtig Muschelglocke. Muschelglocke findet ihr in Fermanka City. Das ist hier rechts beim Elektroorden. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr ganz nah rangeht, dann könnt ihr alle Shops hier sehen. Und dann könnt ihr genau sehen, oh, wo ist Botobeutel? Wo ist Botobeutel? Da ist Botobeutel. Und dann nehmt ihr hier das Pokémon Center, geht hier hin, holt euch eine Muschelglocke ab. Das einzige Problem für die ganzen Purpur-Spieler, Flatterhaar, gibt es nur bei Pokémon Karmesin. Wenn ihr ein Flatterhaar haben wollt, kommt gerne auf den Discord in die Tauschbörse und besorgt euch dort ein Flatterhaar, wenn ihr vielleicht keinen Nintendo Online Service habt und darauf angewiesen seid, die Pokémon offline zu bekommen, den Raid offline zu besiegen. Und ja, das war's. Ihr könnt unendlich Gluraks immer wieder besiegen. Ihr könnt immer noch den Trick machen mit der Zeit. Ihr könnt die Zeit vorstellen. Das habe ich heute den ganzen Tag gemacht. Ich habe 9 Stunden lang für euch Raids durchgeballert. Einen Tag vorstellen, wieder reingehen. Die Raids verschieben sich. Ihr könnt Glurak wieder suchen und Glurak nochmal besiegen. Ihr kriegt jedes Mal 4 XL-Bonbons, 10 L-Bonbons, Nuggets, Sonderbonbons. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ich habe heute über 100 Sonderbonbons bekommen, weit über 1000 L-Bonbons und 300 XL-Bonbons. Ganz viele Terra-Stücke Drache, alles schon verkauft. Ganz viele Sternstücke, alles auch schon verkauft. Habe richtig viel Geld gemacht. Wie viel habe ich jetzt? 3 Millionen Poké-Dollar. Ich war komplett leer. Nutzt das aus. Das geht noch dieses ganze Wochenende. Das geht noch nächstes Wochenende. Der Dupe-Glitch ist ja vorbei. Das ist gerade die beste Einnahmequelle für Geld. Und ja, seid gerne im Stream dabei. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch wieder am Stream. Auch Glurak Raids. Und lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und würde damit sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.